Ich heiße euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Control. Wir wollten uns der Mission der Feind im Inneren widmen. Wir sind hier in der Nähe von dem versiegelten Grenzbereich. Ich war das, als wir lang sind das letzte Mal, völlig verwirrt. So, und hier in der Nähe soll ja dann... Ach, warte. Toiletten. Schon ein bisschen doof. Hier muss ich ja lang. Dieser Anker dann sein. Fragt sich halt nur, wo. Das Einzige, was mir jetzt hier so einfällt, außer dass Gegner kommen. Bitte nicht wieder fliegen da. Darauf habe ich keine Lust. Kommt die hoch? Eigentlich ist nur noch dieser Schutzraum. Aber hier war keine andere Tür oder irgendwas dergleichen. Was war denn hier sonst nichts? Haufen Uhren? Das ist der Schutzraum, den Wells mir gezeigt hat. Ah. Mit dem Anker drin. Ah. Hier ist der Anker drin. Okay. Ist aber kein typischer Schutzraum. Toll. Noch mehr Uhren. Ja. Der hat die doch immerhin kopiert. Bin gespannt. Da oben ist irgendwas. Ah! Oh, ich habe die verkehrte Taste gedrückt. Wenn man Umschalt drückt anstatt Steuerung, ne? Na, brauche ich nicht kämpfen? Das ist ja schön. Muss man das da betätigen? Das ist der Schutzraum, den Wells mir gezeigt hat. Der mit dem Anker drin. Kann ich ja mal wieder zumachen. Vorne ist er von alleine, glaube ich, zugegangen. Toll. Noch mehr Uhren. Mhm. So. Hüpfen. Hier ist... Natürlich krepiere ich kurz vor so einem Kontrollpunkt, ne? Forschung, Zischerknoten. Das sind also so temporäre Aufgaben, die zwischendurch kommen. Naja, gut. Weiß ich nicht, wie soll es denn da hinkommen? Okay, ich glaube, das kann ich noch nicht fertig machen, bevor ich nicht irgendeine Fähigkeit habe. Ich weiß nicht, kann sie sowas wie fliegen oder noch schneller laufen, schweben? Was weiß ich? Dann kann ich die noch nicht machen. Gut, warte, ich will erstmal gucken. Missionen. Geh zur zentralen Forschung. Also der Feind im Inneren können wir jetzt vorerst noch nicht beenden. Da brauchen wir irgendeine Fähigkeit noch, die wir vielleicht im Laufe des Spiels kriegen. So, zentrale Forschung soll ich hier. Forschung? Zentrale. Gut. Oh, ich muss mich wieder anders hinsetzen. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich sitzen soll. Was ich mich ja auch mal gefragt habe...
Oh, fuck! Was mache ich? Bitte sagt einfach nichts dazu, okay? Das ist nie passiert. Die Mission gab's nicht. Ich bin nicht, warum auch immer, über dieses Geländer gesprungen. Oh Himmel. Also wie gesagt, wir reden nicht drüber, dass diese Situation ist niemals passiert. Mir kam ja auch noch ein Gedanke. Und zwar, was ist, wenn Polaris gar nicht gut ist? Klar, Polaris hilft uns. Wir kommen hier voran. Aber was ist, wenn Polaris da auch so eigene Ziele irgendwie hat, die sie da verfolgt? Und vor allem, was ist Polaris überhaupt für ein Wesen? Ist sie auch irgendwie... Ja, eine Person würde ich jetzt nicht sagen, aber... In die Richtung, dass man sie anfassen kann? Oder ist sie nur so ein Gedankendingsterbumster? Ah, ich sehe eine an. Oh. Gut funktioniert. Und zwar nicht. Jetzt aber. So, muss ich das jetzt da wieder reinstecken? Ich gehe mal davon aus, oder? Ich hoffe, ich brauche jetzt nicht noch irgendwelche anderen Sachen. Muss ich die anmachen? Oder können die auch so bleiben? Gesagt, die bleiben jetzt einfach so. Das ist auf jeden Fall eine Kordel zum Ziehen. Doch nur wieder, dass ich in dieses komische Hotel komme, oder? Wo bin ich denn gerade? Da oben. Kordel war bis jetzt immer das Hotel. Aha. Weißt du nicht, ob die Turbine da jetzt auch laufen muss? Ah, ich weiß, wo ich bin. Guck. So, jetzt bin ich wieder im Hotel. Wieder brauche ich den Schlüssel dafür. Nein. Das Licht ist an. Es müsste offen sein. Wir hätten gerne ein Zimmer für heute Nacht. Ja, mach das. Da ist nichts auf. Da ist jetzt ein Zimmer auf. Ist hier irgendwas von Bedeutung? Nee. Gehen wir mal im nächsten Zimmer. Oh. Ich mir vielleicht bemerken sollen, wie die Sachen hier liegen, ja? Im anderen Zimmer. Das Bild ist gerade, das ist da. Der Stuhl ist aber nicht reingerückt und die Pflanze ist auf der anderen Seite. Ah ne, upsa. Zimmer Nummer 3 geht auf. Da ist der Schlüssel. Das war jetzt leicht.
Ah, und jetzt ist die Brücke da. Super. Ja, da kann ich jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich langlaufen. Auf dem Rückweg, ich weiß es nicht genau. Könnte ich aber auch wieder rausnehmen und dann problemlos so langlaufen. Wahrscheinlich soll ich eigentlich hier so lang, ne? Ich habe Angst, dass ich voll in Leute reinrenne. So, und jetzt kann ich... Nee, Field Training. Ach nee, ich war ja schon richtig. Oh, ich bin nur verkehrt gelaufen. Ich muss ja... hier lang. Und dann hier. Da sind Sachen zum Plündern, okay. Zum Angucken. Wir müssen zur Schwarzsteinverarbeitung gelangen. Marshall sagte dort... Immer noch nicht. Kann ich ja nicht durch. Ich kann ja nicht durch, oder was? Ja, geht doch. Okay, ich glaube, das Radio ist etwas kaputt gegangen. Stufe 5 brauche ich dafür. Erinnerung, wenn der Inhalt Ihres Arbeitsbereichs neu angeordnet, entfernt, hinzugefügt oder auf andere Weise geändert wurde, sollten Sie den Bereich sofort verlassen. Während Sie in einem beruhigenden Ton zu sich selbst sprechen. Dadurch bleiben nicht nur Sie ruhig, sondern auch der Raum. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, das habe ich mir auch schon mal notiert mit Stufe 5 Dings da. Oh. Okay. Man kann sich doch viel leichter Zutritt verschaffen, indem man einfach die Scheiben kaputt schießt. Man kann hier schließlich alles kaputt machen. Braucht noch nicht mal Stufe 5 dafür. Das wird ja der Rückweg sein. Denke ich mal. So, da ist nix. Und bis jetzt ist es noch nicht aufgedeckt. Wir kämpfen, Leute. Ist immer schön, wenn ich nicht so alleine bin. Ah, gucke mal. Habe ich die Abkürzung geschaffen? Der schon wieder. Kann ich den eigentlich auch übernehmen? Würde mich ja mal interessieren. Nee, ich glaube nicht. Scheiße! Boah, ey. Was benutzen die denn hier für Kraftausdrücke? Ist ja schlimm. Angreifer!
Nein, da war es noch nicht. Komm schon! Ausschalten! Ausschalten! Los jetzt! Los jetzt! So, was jetzt? Da kommt da noch was. Kommt noch was? Ah, da oben ist noch einer. Da war einer. So, geht's euch gut? Habe ich euch geholfen? Kriege ich ein Dankeschön? So, nehme ich den Kontrollpunkt mal ein. Hey, Faden! Hier oben! Ist Arisch nicht der Typ, der auch in diesem Kontrollpump-Gedünst da war? Kein Wunder, dass da Kraftausdrücke im Spiel sind. Der hat mich auch so angeschnauzt, als ich da in sein Zimmerchen kam, wo er war. Also das heißt in sein Zimmerchen, aber halt in das Zimmerchen, wo er drin war. Schön, dass Sie noch Sie selbst sind. Immer. Direktorin Fehde. Ringeldruck Charlie 7 ist kurz nach 0500 Zulu von einer Expedition in den Steinbruch-Grenzbereich zurückgekehrt. Können Sie bitte Ihren Namen nennen und den Zweck Ihrer Expedition? Rupert Wells. Kevin Horowitz. Unsere Mission war es, die Koordinaten des Steinbruch-Rasters G29 zu kartieren. Sekundärziel war es wie immer, einen Weg vom Grenzbereichseingang in der Wartung zur Formation zu finden. Sekundärziel blieb erfolglos. Welche Überraschung. Und sind Sie im Grenzbereich auf ein zuvor nicht aufgezeichnetes Ereignis oder eine Daseinsform gestoßen? Nein, nichts. Hey, sollten wir von der Meerjungfrau erzählen? Wie bitte? Ja, die Meerjungfrau. Horowitz hier fand diese Meerjungfrau im Steinbruch, die auf einem schwarzen Felsen saß. Sie sang dieses wunderschöne Lied und er war von Verlangen überwältigt. Ach, sie war so verführerisch. Ich würde sagen, sie war eher betörend als verführerisch. Na gut, betörend. Hm. Haben Sie Ihrem Vorgesetzten davon erzählt? Wann können wir in mehr hier raus? Weil es nicht passiert. Nichts ist passiert, wie üblich. Der Steinbruch ist voller Steine. Können wir jetzt gehen? Sehr witzig. Haut ab, los. Ist lustig, wenn man denn die Leute auch kennt, ne? Wenn man denen halt begegnet ist.